Grünen das Wort. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen heute über etwas, was jeder von uns ständig mit sich rumschleppt. Elektroschrott, Handys, Fernseher, Kühlschränke, Laptops. Ja gut, Kühlschränke schleppen wir nicht alle mit uns rum, aber haben wir auch. Warum reden wir da heute drüber? Immer mehr Elektronik um uns herum, immer mehr Müll. Wir haben die Mengen gehört, 600.000 Tonnen allein in Deutschland. 40 Millionen Tonnen werden geschätzt weltweit. Kollege Gebhardt hat es gerade angesprochen, 100 Millionen Althandys in unseren Schubladen, sagt Bitkom. Das heißt, wir haben es mit einem Problem von ausreichender Relevanz zu tun. Warum ist Recycling dann so ein wichtiger Aspekt dabei? In Handys und all diesen anderen Geräten finden sich wertvolle Metalle, Gold, Silber in einer Tonne. Elektroschrott findet sich beispielsweise sehr viel mehr Gold, als wir es in einem entsprechenden Erz finden würden. Insofern also durchaus ein interessantes Thema. Diese Rohstoffe werden in der Regel nicht bei uns abgebaut und gewonnen, sondern in China, Südamerika, Afrika unter zum Teil verheerenden Umweltauswirkungen. Die Minenarbeiter leiden darunter, die sozialen Kosten sind viel zu hoch. Es gibt Menschen, die sagen, mit den ersten Bäumen, die gefällt werden, beginnt die Kultur, mit den letzten Bäumen, die gefällt werden, endet sie. Wenn man in manche Minengebiete fährt, dann könnte man glauben, die Kultur wäre da schon zum Erliegen gekommen. Deswegen sagt ja auch jetzt der Gesetzentwurf, dass wir sparsam mit den Rohstoffen umgehen müssen, die Geräte möglichst lange nutzen sollen. Ja, aber am Ende, wenn sie kaputt sind und nicht mehr repariert werden können, ist das ja richtig. Doch der Gesetzentwurf geht lange nicht weit genug, wenn es darum geht, wie kommen wir dazu, die Dinge vernünftig zu designen. Wir Grüne sind überzeugt, dass wir nicht erst beim Schrott anfangen sollen. Aber das Gesetz sagt dazu leider viel zu wenig. Ökodesign und Produktverantwortung fangen weitaus vorher an. Batterien und Akkus austauschen zu können, ist wichtig. Und auch wenn es angesprochen worden ist, dass das manchmal rechtlich nicht so einfach umzusetzen ist, gerade in der Anhörung ist das immer wieder betont worden, dass ein zentraler Punkt, die Ressourcen sind knapp und es kommt darauf an, dass wir die Produkte länger nutzen können, als manche Akkus halten. Warum gehen Sie die Herausforderung nicht an? Immer nur darüber schimpfen, dass die Geräte zu schnell kaputt gehen. Das Umweltbundesamt hat das gerade bestätigt, dass die Elektrogeräte immer kürzer genutzt werden in der Statistik. Das hilft nicht, wenn man das nur deklamiert. Wir müssen Ansprüche an die Hersteller formulieren. Qualität ist nicht etwas, was vom Himmel fällt. Produktdesign ist nicht etwas, was aus sich heraus entsteht. Und geplante Obsoleszenz ist nicht etwas, was wir heute noch negieren können. Geräte, in denen Sollbruchstellen eingebaut sind, damit sie schneller kaputt gehen, das nervt nicht nur die Nutzer, die unnötigen Kosten und Ärger damit haben, sondern das führt auch zu einer Wegwerfgesellschaft, die wir Grüne so nicht wollen. Ja, schön. Deshalb, genau, Frau Nissen, deshalb haben wir konkrete Änderungsvorschläge in den Umweltausschuss eingebracht, wo wir die Sachen auch aus der Anhörung noch mal mit aufgenommen haben, um das Gesetz doch noch zu verbessern, um dann vielleicht doch auch zustimmen zu können. Batterien sollen auswechselbar sein, hatte ich schon gesagt. Geräte, die noch funktionieren, sollen vernünftig aussortiert werden können, dass sie weiter genutzt werden, und zwar nicht nur an einer Stelle vor der Einsammlung, sondern das muss an allen Prozessstellen noch funktionieren. Respektieren Sie doch endlich die EU-Abfallhierarchie, die das vorschreibt. Wiederverwertung, Weiterbenutzung geht vor Recycling. Und der dritte Aspekt, Kollege Gebhardt hat es angesprochen. Onlinehandel und Discounter sollen mit einbezogen werden. Das tut dieses Gesetz mitnichten. Wer weist an einem Onlinehändler nach, dass er 400 Quadratmeter Verkaufs- und Lagerfläche hat? Warum nimmt man nicht die großen Läden, die Discounter, die viel Elektroschrott auch auf den Markt bringen, der nicht darauf angelegt ist, dass er möglichst lange hält? Warum gibt man denen immer wieder Schlupflöcher, aus diesem Gesetz herauszukommen? Das muss nicht sein. Alle Vorschläge haben Sie im Ausschuss abgelehnt. Das ist für uns ein Skandal, und es führt dazu, dass wir natürlich Ihrem Antrag so nicht zustimmen können. Es führt zu einem weiter wie bisher Verschwendung, Geräte, die zu schnell kaputt gehen und immer mehr in kürzerer Zeit. Das ist das Gegenteil von nachhaltig. Das fördert weiter die Ausbeutung der planetaren Ressourcen. Wir leben schon längst über unsere Grenzen hinweg zulasten der ärmsten und nachfolgender Generationen. Die Regierung verpasst hier wieder einmal die Chance, etwas gegen Verschwendung und für besseren Umweltschutz zu tun. Warum haben Sie keinen Mut, mit einem Handypfand einen echten wirtschaftlichen Anreiz zu schaffen, ausgesonderte Geräte wieder einzusammeln?
Das ist ein einfaches Prinzip. Wir wissen aus anderen Bereichen, dass es funktioniert. Warum tun Sie es nicht? Unsere Vorschläge finden sich in unserem Entschließungsantrag für heute. Geben Sie sich einen Ruck. Stimmen Sie dieser Entschließung zu. Kollege Lenkert hat es auch schon empfohlen. Denn umweltpolitisch sind diese Maßnahmen unverzichtbar. Eine Bemerkung noch zum Schluss. Dafür, dass Sie dieses Gesetz mit 1,5 Jahren Verspätung vorlegen, ist es erschreckend dünn. Es setzt letztlich nur das um, was die EU sowieso vorgeschrieben hat, schon vor 1,5 Jahren. Da können wir in Deutschland mit unseren technologischen Möglichkeiten und unseren politischen Maßnahmen hier deutlich mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht